Hallo. Ja, danke für die Einladung, hier zu sprechen. Ich bin der Raimund Dietz. Ich beschäftige mich schon seit Jahrzehnten mit dem Thema Geld. Und nach etlichen Forschungen und Studien bin ich dann auch zum Thema Vollgeld gekommen. Also, worum geht es da bei Vollgeld? Also, Geld ist ja ein sehr weites Thema, ja. Es hat Bezüge zu allem Möglichen, Armut, Reichtum, Gerechtigkeit, ja, Funktion einer Wirtschaft, die Nützlichkeit eines Tauschmittels zu haben, Kredite und so weiter, ja. Also das ist ein sehr breites Feld, ja. Und das Merkwürdige an der Beschäftigung mit Geld ist das, von der ökonomischen Seite her, dass man eigentlich dafür gar kein wirklich großes Interesse hat und Geld eigentlich so abtut als ein Schmiermittel, als ein Neutrum, ja, als ob es gar nicht wirken würde. Und ganz nebenbei gesagt, ja, weil man Geld für gar nicht wichtig hält, ja, hat man sich auch den Sozialismus oder die Planwirtschaft eingebrockt, weil man gesagt hat, man kann das eigentlich ohne Geld viel besser und gerechter machen und es würde den Leuten dann viel besser gehen ohne Geld, ja. Und dieses System ist kläglich zusammengebrochen. Und ich war vor 30 Jahren, vor 20, 30 Jahren war ich, 30 Jahren und mehr, war ich Sozialismusforscher, ja. Und ich war zuerst Marxist auch, ja, oder Marxismus orientiert. Und ich habe mich zuerst auch eine Idee gehabt, es wäre günstig, eine geldlose Wirtschaft zu haben, ja, wozu die Umständlichkeit eines indirekten Mittels, wenn man das doch alles direkt viel besser erwirtschaften könnte. Aber ich bin dann drauf gekommen, dass das so überhaupt nicht funktioniert. Und dann ist mein Interesse für Geld erwacht. Ja. Aber das ist eine lange Geschichte, bis ich so weit war, wie ich heute bin. Also ich habe vor etlichen Jahren habe ich ein größeres Buch fertiggestellt, das schon inzwischen in der sechsten Auflage erschienen ist. Das nennt sich Geld und Schuld. Ja, ich Und kenne da habe ich mich beschäftigt mit den Grundlagen der Geldwirtschaft, ja, was Geld für uns ist und dass wir überhaupt nicht darauf verzichten können, dass Geld und moderne Geld und Zivilgesellschaft, Geld und zivile Gesellschaft engstens zusammenhängen, ja. Und wenn wir Geld abschaffen würden, dann würde das ganze System zusammenbrechen wie ein Kartenhaus und wir würden ganz elend würde es uns wirtschaftlich gehen, ja. So, das ist das eine Thema, ja. Das andere Thema ist die Geldschöpfung, ja. Die Frage, woher kommt die Geldmenge? Ja. Also du hast ein bisschen Geld in deiner Hosentasche oder in deiner Handtasche und du hast ein bisschen Geld auf dem Konto, nicht? Und wenn wir alle Bürger und Bürgerinnen zusammennehmen und Unternehmen und die Geldmengen aufzählen würden, zusammenzählen würden, dann kämen wir zur gesamten Geldmenge. Ja? Also muss man sich vorstellen, du hast eine Geldmenge und du hast auf der anderen Seite eine Gütermenge. Ja? Und die Güter werden über das Geld vermittelt. Nicht? Es wird auch vorher Geld investiert, damit man Produktionsmittel kaufen kann, damit man später dann Dinge erwirtschaften kann. Ja? Also dazu braucht man auch Geld. So als Transaktionsmittel, ja. Und als gewissermaßen auch als Mittel zur Sicherstellung, also zur Sicherheit, ja. Wenn irgendwas Vorgesehenes passiert, dann brauchst du ein bisschen Geld. Da fühlst du dich sicher, ja. So dazu dient das, ja. Also wir haben da eine Geldmenge, die setzt sich zusammen jetzt nochmal aus den gesamten Barbeständen, ja, Bargeld und aus dem Giralgeld, das du auf den Geschäftsbankkonten hast, ja. Und das alles, wenn du das zusammenzählst, beläuft sich das auf 20 bis 50% des Sozialprodukts. Ja.
Es variiert von Land zu Land. Heute sind die Bestände ziemlich hoch, weil die Zinsen sehr niedrig sind und da haben die Leute gar nicht so Lust, das Geld auf Sparbücher zu tragen. Ja? Und Sparbücher sind ja kein Geld, sondern sind ein Kredit an die Bank. Ja? Ja, ja. Das muss man klar sein, ja. Sondern ziehen das dann ab und halten das dann in Barreserve, wenn du eh keine Zinsen hast, die sie vorstellen. Ja. So. Also da gibt es eine Gütermenge und da gibt es eine Geldmenge, ja. Und wenn man jetzt theoretisch, man würde die Geldmenge verdoppeln, ja, Ja. dann würde langfristig würde sich das Preisniveau auch verdoppeln. Ja, weil da sind ja nur Zeichen da und auf der anderen Seite Güter und so. Das ist so eine typisch ökonomische Vorstellung, die man hat, ja. Also, die Wirtschaft braucht Geld. Ja. Ja, das Geld muss von wo irgendwoher kommen. Ja. Ja, jetzt, woher kommt es denn? Woher kommt es denn? Die meisten Leute denken, das kommt vom Staat, das kommt von der Zentralbank, nicht? Aber es kommt nicht von dort, ja? Es kommt nur 10% kommen von der Zentralbank und das Ja. andere machen die Geschäftsbanken, ja? Das sind private Wirtschaftssubjekte, die Geld schöpfen und bei der Geldschöpfung auch gleich Kredite vergeben oder sich selbst mit dem selbstgeschöpften Geld auch bereichern, indem sie Staatspapiere kaufen oder indem sie Immobilien kaufen. Ja? Das heißt, den Banken ist ein Privileg zugefallen, das ihnen, jetzt spreche ich es von der Vollgeldbewegung her, Ja, bitte. nicht zusteht. Ja? Das ist ganz wichtig. Ja? Denn private Subjekte erzeugen Symbole, die dann als Geld wirken. Diese Symbole können sie aus dem Nichts erzeugen, also ohne Kosten. Und sie erzeugen damit eine riesige Kaufkraft, ja. Ja. Und verwässern damit die Ansprüche anderer. Dann können sie mit diesen Dingen ja wahnsinnig spekulieren und das in Vermögensmärkte werfen und damit Geschäfte machen, spekulieren. Und Das uns die Miet heißt, genau, und das heißt, eure Initiative, deine Initiative für das Vollgeld möchte jetzt Ja, was möchte jetzt, erreichen? dass die Bankengeldschöpfung abgeschafft wird, dass den Banken das untersagt wird und dass nur die Zentralbank Geld erzeugt. Das heißt aber nicht, dass die Zentralbank jetzt unsere ganze Wirtschaft kommandiert, sondern sie erzeugt nur das Geld, ja? Und dann bringt sie es in den Umlauf. Und wie sollte es in Umlauf kommen? Ganz einfach. Die Zentralbank, da gibt es ein Gremium, die sagen, wie viel mehr an Geld braucht denn die Wirtschaft? Sie bestimmt gar nicht die Geldmenge, die gesamte, sondern sie sagt nur, jetzt haben wir so und so viel Geldmenge. Ja, wahrscheinlich wird die Wirtschaft im nächsten Jahr, sagt das WIFO oder das IHS, ja, real um 1% wachsen. Jetzt bei Corona ist es nicht, aber normal, ja. 1 bis 2% wachsen. Dann haben wir noch 1 bis 2% Inflation. Also sagen Sie nominal, rein wertmäßig, geldwertmäßig, wird die Wirtschaft um 3% wachsen. Also kann die Geldmenge auch um 3% wachsen, ohne dass es stört. Ja. Ein Ja. bisschen Inflation wollen wir gerne haben, damit die Leute das Geld auch ausgeben und nicht zurückhalten. Ja, wenn die Preise sinken würden, ja, dann würden wir alle reicher werden, wenn wir das Geld zurückhielten. Brauchen wir ein bisschen Inflation. Also die Zentralbank sagt, die Wirtschaft schätzt das, ja. Über Experten sagt, die Wirtschaft wird im nächsten Jahr so und so viel mehr brauchen. Also druckt man das nach oder erzeugen das nach. Also auch elektronisches Geld, ja. Und dann sagt die Zentralbank, jetzt schenke ich das, übergebe ich das unentgeltlich dem Finanzminister. Und der Finanzminister addiert das zu seinen Steuern
und kann entweder gewisse Steuern zurückfahren, weil er dann eh genug Geld hat, oder er kann zusätzliche Ausgaben tätigen. Ja? Ja. Also es wird ins Budget einfließen und das Budget würde ja, das Budget, über das Budget entscheidet ja das Parlament. Ja. Und dann kommt das Geld in den Wirtschaftskreislauf hinein und dort bleibt es ja. Geld ist was Ewiges, ja. Es ist, geht immer, es, wenn ich es ausgebe, hast du es. Ja? Ja. Wenn du es ja. ausgibst, hat es ein Dritter. Selbst wenn du einen Kredit ausgibst, ja, verändert sich ja die Geldmenge nicht. Ja? Das ist, es zirkuliert zwischen den privaten Wirtschaftssubjekten. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist es ja auch ein sehr demokratischer Prozess. Also weg von den wenigen Geschäftsbanken, die oder wenigen privaten, hin zu einem zu der Möglichkeit, dass das jetzt die Zentralbank macht, den Finanzminister hast du angesprochen, das sind ja gewählte Vertreter, das ist also eine Demokratisierung eigentlich. Es ist die demokratische Legitimierung des Geldschöpfungsprozesses. Nur der Geldschöpfung, ja? Ja. Und dann bringt es der Staat in Umlauf und er entscheidet über die Erstverwendung. Erstverwendung. Aber das Geld wird ja, kann ja millionenfach verwendet werden. Es ja. geht, es verschwindet ja nicht, ja? Ja? Und es ist damit, also in der Hand der Bürger und Bürgerinnen, es ist ja ein Freiheitsmittel, ja? Du kannst entscheiden, was du willst und natürlich im Rahmen der Gesetze, ja? Ja. Und es verhindert jetzt, diese Vollgeldregime, das wir leider nicht haben. Früher hatten wir mehr Vollgeld, ja, weil es mehr Bargeld gab. Und das Bargeld wurde ja von der Zentralbank hergestellt. Und jetzt ist das Bargeld, wird zurückgedrängt, es verschwindet fast. Wir zahlen nur mehr elektronisch. Und es ist ja so praktisch geworden, aufgrund der technischen Veränderungen. Und deswegen ist das Bargeld relativ zurückgegangen und das Chiralgeld, die Chiralgeldmenge ist gestiegen und deswegen ist die Geldschöpfung liegt heute faktisch bei den ausschließlich bei den Geschäftsbanken, ja? Ja, ich unterbreche. Und das wollen nur, und das wollen wir ich, nicht. Ja, das wollen ich wir unterbreche nicht, dich ja? nur ungern, aber kannst du auf den Punkt bringen, auch was das für eine Krise auslöst, beziehungsweise kannst du auch kurz, weil du Corona schon erwähnt hast, darauf eingehen, gibt es Dinge, die jetzt aus deiner Sicht die Corona-Krise auch verschärft hat? Und was wären dann aus der Folge die Initiative, aus dieser Perspektive Lösungen? Ganz ja, das konkrete. Ist jetzt schon ein Schrittchen zu viel. Ja. Also Corona ist jetzt eine besondere Krise. Ja. Ja. Vorher hatten wir die Finanzkrise. Jetzt möchte ich einfach ein Bild verwenden. Ja, gern. Also wenn du... Denke an einen Patienten, der sich gesund ernährt, ja. Der erhält sich fit, der macht ein bisschen Sport und so weiter, ja. Wenn ihn dann eine Krise erwischt, zum Beispiel auch die Corona-Krise, dann hat er größere Wahrscheinlichkeit, es zu überstehen. Ja. Wenn Anna aber viel Fette isst und viel zu viel isst und raucht und sich also einfach gesund ernährt und sich ungesund ernährt und auch keine Bewegung macht, dann ist er anfällig für Krisen. Ja. Ja? Ja. So, das möchte ich vergleichen, also Vollgeldregime und das jetzige fraktionale Geldregime. Ja. Ja. Das fraktionale Geldregime ist anfälliger für Krisen. Ja. Generell. Deswegen haben wir auch die Finanzkrise gehabt. Ja, das ist eine Krise, die intern gemacht ist, aus der Wirtschaft heraus, ja, weil die ganzen Vermögenswerte, die Forderungen, Schulden zu aufgebläht waren. Ja, da hat man wahnsinnige Vermögensspielchen getrieben, bis man gesehen hat, das geht sich nicht mehr aus. Und dann ist die große Panik ausgebrochen und dann ist der Staat ist eingesprungen, um das zu retten. Also, wenn wir Vollgeld hätten, ja, wenn wir Vollgeld hätten, dann wäre diese Krise nicht passiert. Das ist unsere Überzeugung, ja. Gut. Jetzt haben wir die Finanzkrise gehabt, ja. Da sind wir,
Da gab es viele Rettungsmaßnahmen, aber der Körper wurde nicht saniert. Ja, die Schulden, man hat neue Schulden gemacht und das Schuldenniveau vor der Corona-Krise, ja, man hat vor der Corona-Krise unter Experten immer schon gesprochen, wann kommt die nächste Krise? Ja. Ja. Wann kommt die nächste Krise? Das heißt, wir haben die letzte Krise nicht überwunden, wir haben sie weitergeschleppt, ja. Und wir haben sie vielleicht auch ein bisschen verschärft, da und dort. Ja. Es wurde sehr viel kontrolliert, aber der Körper wurde nicht gereinigt, ja, um das zu sagen. Und er wurde nicht gesünder, weil wir weiter mit diesem alten System gewirtschaftet haben. Ja. Und jetzt kam noch die extra drauf, die Corona-Krise. Das ist eine exogene Krise, also die nicht aus dem Wirtschaftssystem herausgewachsen ist, sondern die von einem Virus gekommen ist, sozusagen, ja, der Mars hätte sie uns auch schicken können, ja, so wie eine ein Erdbeben oder eine Wetterverschlechterung wäre es auch sowas, ja, so, da musste dann der Staat eingreifen und die Interaktionen von Menschen und damit den Verkehr, den Wirtschaftsverkehr teilweise unterbinden. Zugleich aber ließ er die Leute nicht einfach hängen, sondern hat dann das finanziert, hauptsächlich über die Zentralbank. Jetzt kommt die Zent ja, also die Zentralbanken sind immer der Retter in der letzten Not, ja. Auf ein bisschen komische Weise finanziert, das kann ich dir dann noch später erklären. Aber jedenfalls ist viel Geld geschöpft worden, ja, damit du und ich ein Einkommen haben, ja, obwohl die Wirtschaft das nicht gebracht hat, ja. So, jetzt fragt man sich ja, woher kommt das Geld, ja? Erstens, also die Antwort ist heute hauptsächlich von der Zentralbank. Viele Leute denken, der Staat verschuldet sich gegenüber der Gesellschaft. Aber das ist nicht mehr so der Fall, sondern die Zentralbank kauft dann die Schulden, also die Forderungen an den Staat auf. Also ist der Gläubiger die Zentralbank, ja? Das heißt, es ist eigentlich doch eine Direktfinanzierung des Staates, ja? Und Und es jetzt ist genau das, deswegen was gibt du es eine. eigentlich oder was die Vollgeldinitiative will, dass die Ja, Zentralbank Geld ja. schickt, oder? Schon. Aber wir wollen natürlich nicht das in diesem Ausmaß haben, weil das ja gefährlich ist. Verstehst? Jetzt sind wir in einer, jetzt sagen wir, naja, jetzt macht die Zentralbank das, was wir schon immer gefordert haben. Aber die Vollgeld, das Vollgeld-Idee geht ja von einem normal funktionierenden System aus und sagt, im Rahmen des notwendigen Mehr an Geldmenge, ja, soll die Zentralbank das Geld schöpfen und dem Staat zur Verfügung stehen, ja, stellen. Wir sagen nicht, schöpft beliebig viel Geld, haut das in die Wirtschaft hinein, weil wir befürchten, dass das zu einer Inflation führt, ja. So. Ich kann nur sagen, wenn es Vollgeld gäbe, hätten wir den belasteten Wirtschafts- und Gesellschaftskörper nicht, den wir haben, weil wir dieses komische Geldschöpfungssystem haben, das wir haben. Also wir haben, ja, und wir könnten die Krise leichter durchstehen. Wir könnten sie milder gestalten, ja. Das ist unsere Botschaft. Also, und jetzt müssen wir sagen, wie kommen wir aus der Krise heraus, Genau, ja? das ist meine nächste Wie Frage. kommen wir aus der Krise heraus, ja? Ja, da hat die Vollgeldidee auch keine einfache Lösung, weil es aufgrund einer Notwendigkeit, eines Schocks von außen, zu viel Geld geschöpft wurde. Das Geld ist da und könnte auf den Markt kommen und eine Inflation auslösen. Ja? Man könnte jetzt sagen, naja, jetzt, wie kriegt man einen Überschuss an Geldmenge los? Ja? Ja? Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Aber die sind alle unangenehm. Sehr unangenehm, ja.
Die eine Möglichkeit. Ich fange mit der besten der Möglichkeiten an. Ja. Die Wirtschaft fängt plötzlich an zu wachsen, ja, wie in der Nachkriegszeit, ja. Ja. Da sind bis auf einige kleine Dellen, Koreakrieg und so weiter, ist die Wirtschaft richtig geboomt, ja. Ja. Und obwohl die Siegerstaaten wie England und Amerika ganz schöne Schulden hatten aus dem Krieg, ist die Wirtschaft einfach den Schulden davongelaufen. Okay. Ja, die Schuldenniveaus sind nicht gesunken, aber die relativen Schuldenniveaus sind gesunken. Ja, also Ja. im Verhältnis zum Sozialprodukt. Ja, deswegen war der Mann, der das getragen hat, wurde immer kräftiger und der Rucksack war dann nicht mehr so schwer relativ zu diesem, Ja. ja, zu diesem Träger. Ja. Ich glaube, damit ist nicht weiter zu rechnen, dass wir jetzt eine große Wachstumsphase haben. Wir sind gesättigte Wirtschaft, ja. Wir haben auch natürlich große Umweltprobleme, ja. Ja. Es muss ja finanziert werden. Wir müssen viel vorsichtiger sein. Wir können nicht mehr so viel zubetonieren wie früher. Es Ja. geht alles nicht mehr, ja. Wir stehen schon in Rücksicht auf die Umwelt, stehen wir oben an, ja. Und zusätzlich werden wir hohe Kosten haben, um die Umweltlasten abzutragen. Ja. Die Corona-Krise könnten wir auch als eine Umweltkrise sehen, weil ja der Virus ja vielleicht auch deshalb auf die Menschen übergegangen ist, weil wir die Natur zu sehr bedrängen. Ja. Also, aber tun wir mal so, als ob das eine externe Krise wäre, ja. So, die erste Möglichkeit, herauswachsen, kommt nicht so. Ist nicht realistisch. Die zweite Möglichkeit wäre eine Inflation. Ja? Also eine Forderung, wenn irgendjemand zum Beispiel eine Versicherung, ja, eine Forderung an die Bundesrepublik Deutschland hat, in Form von Staatspapieren hält sie diese Forderung. Ja. Ja. Und in Deutschland würde eine Inflationsrate von 10% Ja. stattfinden, dann würde sich diese Forderung würde zwar nicht nominell abnehmen, aber real Ja. würde die Last immer kleiner werden, ja? Ja. Ja. Das ist aber für viele, gerade für Sparer und so, ist es ein sehr unangenehmer Prozess. Ja. Und er ist auch schwer zu kontrollieren. Ja. Weil jetzt sind so viel Geldbestände da, die nicht auf dem Markt erschienen sind, also die von denen aus keine Güternachfrage getätigt wurde, sondern das halten Privatpersonen und vor allem Geschäftsbanken auf ihren Konten, Ja. ohne es auszugeben. Ja? Ja. Man kann das Bild gebrauchen, diese Geldbestände sind wie hinter einer Staumauer. Und wenn jetzt irgendwo die Inflation losgeht, also merklich, sagen wir jetzt über 2% hinaus, oder 4, 5 oder 6%, werden alle Geldbesitzer nervös und hauen das Geld irgendwie raus. Und es erscheint dann auf den Gütermärkten. Und dann kann sich auch der, ja, es erscheint auf den Gütermärkten. Und dann beschleunigt sich die Inflation, dann gibt es Engpässe da und dort, ja. Dann gibt es Lohnförderung, dann gibt es Verteilungskämpfe und sofort hast du diese Spirale nach oben. Ja. Das normale Mittel, mit dem man früher reagiert hat, war eine Zinserhöhung. Ja? Ja. 1980 war das der Fall. Da hatten wir Zinsen von 13, 14%. Ja. Ja, das kann man sich Kann kaum man sich nicht mehr vorstellen. vorstellen. Kann Na. man sich nicht mehr vorstellen. Jetzt bei den Schuldenniveaus, die wir heute haben, 13, 14%, machst du alles tot, ja. Also das kann man sich gar nicht leisten, ja. Also Inflation ist eine Möglichkeit, aber eine gefährliche Möglichkeit. Die dritte ist natürlich die Erzielung von Budgetüberschüssen.
Das geht nur, wenn du die Sozialleistungen kürzt, Militärausgaben kürzt, Bildungsausgaben kürzt, alles Mögliche und zusätzlich die Steuern erhöhst, ja? Na, ist das wahrscheinlich? Na, nicht sehr. Also, es ist sehr unangenehm, ja, diese Politik, ja. Zuerst hieß es, wir machen auch immer, was es auch immer kostet, ja. Man denkt heute relativ wenig nach, wie man das finanziert. Ja. Aber natürlich müsste man darüber nachdenken, ja, und eine Lösung auf den Tisch legen. Aber darüber schweigt die Öffentlichkeit. Und in den Zeitungen wird auch relativ wenig darüber diskutiert. Also das ist die dritte und das ist die dritte Möglichkeit. Und die vierte Möglichkeit wäre natürlich jetzt eine Enteignung von Superreichen. Mhm. Und der Staat verkauft dann die Assets und zieht das Geld wieder ein. Ja, ja. Das ist auch eine Möglichkeit. Jetzt kann man sich, ich empfehle jetzt hier gar keine. Ja. Ich sage nur, wenn wir Vollgeld hätten, ja, könnten wir einen guten Beitrag leisten dazu, dass in Österreich wären das 6-7 Milliarden im Jahr, dass die Wirtschaft gut vertragen könnte, ja. Und das ist ja immerhin ein deutlicher Beitrag, ja. Und, auf der EU-Ebene wären es 250 Milliarden Euro. Das heißt, wir könnten das ganze EU-Budget tragen pro Jahr, ja. Ja, und Raimund, was sind jetzt da wirklich ganz konkrete Schritte, die ihr als Initiative unterstützt oder wo ich als Otto-Normalverbraucher jetzt irgendwas, keine Ahnung, unterschreiben kann, mitmachen kann oder was sind so wirklich auch kurzfristig Dinge, die ihr betreibt oder was sind da ganz konkrete Lösungsvorschläge? Wir gehen in die Öffentlichkeit, wir haben eine Webseite, wir sind vernetzt. Mhm. Das ist ja nicht nur eine österreichische Initiative, sondern eine weltweit stattfindende Initiative. Wir machen Vorschläge, wir schreiben an die Parlamentarier. Ja, das heißt, es ist eigentlich eine politische Lösung gefragt, dass die Politik das entscheidet, oder? Dass an die Politik dieses Thema überhaupt erst herangetragen wird. Ja. Gestern habe ich mit einem sehr gebildeten und pragmatischen Soziologieprofessor gesprochen. Der weiß so überhaupt nicht, dass eine Geldschöpfung durch Geschäftsbanken stattfindet, obwohl es sich eigentlich für das Thema interessiert. Und viele Ökonomen wissen es nicht und in vielen Lehrbüchern steht es auch nicht drin. Also das Thema ist einfach tabuisiert, hochtabuisiert, ja. Und wir sind jetzt eigentlich noch in der Phase, das Thema überhaupt bekannt zu machen, ja. Okay, ja. Und vor wenigen Jahren noch hat der Präsident, der Generaldirektor der Österreichischen Nationalbank, hat behauptet, dass Banken nur das Geld weitergeben wird, was sie sich woanders ausgeliehen haben. Also das Unwissen war vor wenigen Jahren noch sehr groß, extrem. Auch die Bundesbank hätte nicht zugegeben, dass die Geschäftsbanken Geld schöpfen. Ja. Okay. Okay. Aber heute ist das schon Thema. Ja. Also wir sind, ich kann so sagen, es ist noch viel zu wenig Wissen da, aber wir haben große Fortschritte gemacht. Und wir wünschen uns sehr Unterstützung durch Veranstaltungsangebote, wo wir eingeladen werden, wo wir die Idee verbreiten können. Ja, also es geht um Aufklärung der Massen, dass man auch das. Ja, ja. Und fast schon meine Abschlussfrage, was ich gehört habe, oder vielleicht kannst du es nochmal auf den Punkt bringen, jetzt auch politisch, dass es eine vierte Kraft geben soll, also dass es die Kontrolle dieser Zentralbank
dass das schon auch durch einen Demokratieprozess gemacht wird, also so wie Ja. heute Jurisdiktion und Exekutive und Legislative ja von uns gewählt werden, von uns allen. Kannst du dir das auch so vorstellen oder wie ist da die Ja. Kontrolle dann dieser Experten, die dann bestimmen in der Zentralbank so, wir sehen das so und wir wollen das so, weil das steuert ja sehr viel auch, wie es dann wieder Ja. an uns alle kommt und wie wir leben. Bist du da dafür, ja, dass es eine Kontrolle gibt oder dass es eine vierte Macht im Staat gibt? Oder wie seht das ihr ist das? Wichtig. Unser Staat ist ja gewaltenteilig organisiert, nicht? Das ist ja sehr wichtig. Wir haben eine Exekutive, wir haben eine Legislative und wir haben eine Judikative. Ja. Und wir stellen uns eben als vierte Kraft eben die Monetative vor. Ja. Oder nennen Sie sie, wie du willst. Ja? Ja. Also eine Zentralbank, die unabhängig ist. Sie ist ja unabhängig, aber sie sollte verfassungsmäßig aufgewertet werden. Okay. Und sie hätte gar nicht so viel Macht, wie man ihr, wie man uns unterstellt. Sie würde ja nur entscheiden, ob die Geldmenge, sagen wir, jetzt um 3% oder 4% ausgeweitet würde. Und sie könnte ja jederzeit adaptiv vorgehen. Sie könnte diese Entscheidung jedes Vierteljahr treffen. Ja. 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 Und das so adaptieren. Das ist überhaupt keine. Und sie würde dieses Geld dann dem Finanzminister zur Verfügung stellen, ja? Ja. Und der würde das nach Maßgabe des Parlaments, also ja, der Legislative, verteilen. Und in den, also die Zentralbank hätte gar nicht so viel Macht, nur sollte sie unabhängig sein von der Regierung, sodass die Regierung nicht einfach sagen, jetzt druck mal ein paar Milliarden, jetzt haben wir gerade Wahlkampf, ja? Ja. So. Jetzt kann man sich fragen, wie soll man das kontrollieren? Was ist sinnvoll? Ich sage immer so, es ist gar nicht so sehr eine demokratische Institution als eine Institution der Demokratie. Ja? Okay. So wie das oberste Gericht auch. Ja. Ist ja nicht sehr demokratisch organisiert. Es sind oberste Richter, die besetzen ihre Stellen 7 Jahre oder wie auch immer und sie sind nicht abrufbar. Ja, weil sie unabhängig sind, ja? Ja. Ja. Aber sie könnten natürlich rechenschaftspflichtig sein, einmal im Jahr, dem Parlament, ja, weil sie auch monetäre Politik betreiben. Ja. Gut. Ja. 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 Und vielleicht als Abschlussfrage noch, als Off-Record oder nur für mich jetzt, vielleicht schneidet das, werden wir das rausschneiden, aber diese Vorstellung, dass jetzt auch Angst gemacht wird, wenn jetzt der Staat so viel Schulden macht, ja, während der Corona-Krise, ja, es wird also jetzt so viel Geld, muss ja verteilt werden, wir müssen ja von was leben. Wir denken ja noch immer, dass Arbeit Geld produziert, aber du hast ja erklärt, ebenso läuft es nicht. Ja. Und wir erleben das ja jetzt in dieser Krise, dass Geld aus dem Nichts kommt. Aber da ist in den Köpfen dann oft einmal drinnen so, ja, wenn der Staat jetzt so viel Schuld macht, irgendwann muss er das ja auch zurückzahlen. Aber es ist doch so, dass weltweit jeder Staat in der gleichen Lage ist. Das heißt, wenn ich dich richtig verstanden habe, ist eigentlich die Inflation das viel größere Risiko in dem Ganzen, als jetzt diese Angst, das muss dann wieder zurückgezahlt werden, dadurch muss jetzt wieder die Wirtschaft wachsen, dadurch müssen wir die Natur mehr ausbeuten und so weiter. Also ist das eine falsche Angstmache, meine Frage? Also die Frage der Geldschöpfung, das haben wir schon vorher angesprochen, wird ausgeblendet. Mhm. Und alles, was finanziert wird, wird immer auf Schulden machen geschoben. Okay. Ja, jetzt muss man ja sehen, das stimmt nicht. Ja, das stimmt nicht. Ein Teil der Finanzierung kann durch die Geldschöpfung erfolgen, aber kein zu großer. Ja. Okay. Und wenn das nicht ausreicht, also müssen entweder die Steuern erhöht werden oder der Staat muss Schulden aufmachen. Und diese Schulden müssen zurückgezahlt werden. Es sei denn, ja. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert, ja. Die Schulden des Staates bestehen gegenüber der Zentralbank. Aber das sind ja nicht wirklich, verstehst du, wenn die Zentralbank darauf bestünde, ja. Also ich habe eine Forderung an dich, Staat, ja. Ja.
und du zahlst mir dieses Geld zurück, ja, der Staat kann ja nur dann zurückzahlen, wenn er einen Budgetüberschuss erzielt. Ja. Ja, dann würde das Geld wieder zurückfließen an die Zentralbank und dort vernichtet werden. Schöpfung ist und Ausgabe, ja, zurückfließen und Vernichtung. Ja. So, jetzt wenn du, ja, also, Das und bringt in letzter eigentlich. Zeit, und in Le ja, und weil du nochmal erwähnt hast, Arbeit schafft kein Geld, Arbeit schafft Werte, ja, und die Geldschöpfung kommt durch einen Akt, weil wir Zeichengeld haben. Ja, früher musste Geld herausgeholt werden aus dem Boden und gestempelt werden. Also Gold, Silber, ja, da wurde Arbeit geleistet. Die Arbeit hat wirklich das Geld geschöpft, ja. Und heute machst du das mit einem Buchungseintrag, ja, oder indem du eben Papierscheine druckst, ja. Also du schöpfst wirklich ohne Arbeit zu leisten, ja. Ja. Und deswegen sagen wir, das ist ja ein unerhörter Vorgang, ja. Ein unerhörter Vorgang, ja. Und dieser unerhörte Vorgang, der steht nur dem Souverän zu. Ja, nicht privaten Leuten. Ja, das ist der Ja. Punkt. Okay, Ja. 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 Ja, Denn viel gelernt, obwohl viel wiederholt. Auch. private Leute produzieren Geld, ja, und dann spekulieren sie damit und dann müssen sie noch gerettet werden vom Staat, auch noch mit Ja, Staatsgeld. das Also ist das ist der ja absurd, ja. Paradoxon, genau, ja, Ja. genau. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für deine Zeit und bin Gerne, gespannt, was gerne. wir weitermachen. Nina, vielen Dank für dein Engagement.